Was ist das für ein unheimlicher Schrei? Kam das aus der Ecke dort? Bleib doch da weg! Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Resident Evil Quatsch. Ihr 93 TV, also ich habe mir jetzt allerlei Infos geholt beim lieben Basti. Also, wo es bei mir gehapert hat, ist, ich schaue mal. Aha, der Zombie liegt noch hier. Wenn ich den jetzt untersuche, sollte ich einen Schlüssel kriegen. Jawohl, gut, aber was ich machen werde ist, ich werde mich töten lassen, um nochmal komplett von neuem beginnen, weil der Basti hat mir empfohlen, auf jeden Fall Muni sparen, weil wenn ich wegrennen kann, dann renne ich lieber weg. Denn das Messer ist sehr verpackt, sagt er, also ich drücke mal jetzt ganz oft A. Und es passierte nichts, muss ich ja gedrückt halten. Dann aktiviere ich wahrscheinlich die Einrastfunktion. So. Da ziehe ich ja die Waffe. Richtig. Also das Messer kann ich wahrscheinlich vergessen, das funktioniert nicht. Ah doch! Doch, das Messer funktioniert, aber ich muss da halt sehr nahe stehen. Beenden, wir machen Neustart. Und dann schließt sich das komplette Spiel, verstehe? Hahaha. Beenden heißt nicht nur irgendwie den Hauptbildschirm, sondern komplett beenden. Moment. Uno, dos, tres, quattro, piep. So, jetzt sehen Sie wieder was. Dass ich zum Beispiel gespuckt habe. Gut. Starten wir schnell. Ohne Intro. Einfach zack, zack in die Action rein. Ich hoffe, dass das bedeutet. Richtig. Drücken Sie eine beliebige Taste. Leertaste. Ah, stimmt. Funktioniert ja nicht. Neues Spiel. Richtig. Resident Evil. Musst du weniger rauchen. Der Basti hat mir auch gesagt, der Unterschied ist, je nachdem wen man spielt, hat man verschiedene Level. Ich fange mal trotzdem mit der Chill an. Die Leertaste geht hier nicht, da geht nur die Enter-Taste. Gut, also in der Szene mit den Hunden muss ich einfach wirklich rennen, da würde ich die wahrscheinlich gar nicht mal töten können. Achso, Schnellstart ist einfach ohne Waygames, ohne das Logo zeigen. Ja, komm. Lass uns überspringen, wir kennen die Action, ich weiß, ich bin hundsmiserabler, Auftragskiller, Gedöns, Soldat, Agent, keine Ahnung. Was sehen wir doch mal, Spezialeinheit, bravo, ja, mich müsst ihr nicht applaudieren. Gut. Was ich schon mal zumindest weiß, ist, wir werden eine Shotgun kriegen. Und ich mag Shotguns. Mit Shotguns muss man nämlich nicht viel zielen. Moment, achso, ich bin schon in der Szene. Was ist los, Still? Du hast dort deine Befehle erhalten. Ist ja gut, ich gehe ja schon. So, einmal hier hoch. Einfach immer weiter hoch. Und dann von der Hunde fliehen. Ist es Joseph? Lauf schnell weg. Joseph Maria, bruff. Gut, und jetzt weg abhauen. Ich hau ab. Nix hier, ihr werdet mich nicht schnabulieren. Weg. Und jetzt kommen die Hunde. Ich kann nicht rennen, aber zum Glück sind die auch auf vier Beinen ziemlich lahmarschig. Piep. Ach, Manu. Gut, jetzt bin ich schon mal wieder hier. Ich muss mein Funkgerät verloren haben. Gut, da haben wir ein paar Kräuter. Wunderbar. Einmal hier Herkules sein. Schlüssel rausholen. Gut. Der Basti hat mir auch gesagt, das Spiel ist eher umfangreich. Ja, also viele Level, viel zu tun. So. Alles klar, soweit, so gut. Einmal untersuchen. Ich denke, jetzt tue ich schon einmal abspeichern. Dann habe ich das nämlich. Und zwar bei der 1. Ting. So, also den einen Zombie muss ich töten, weil der nämlich einen Schlüssel für mich hat. Also ich muss die Waffe noch auswählen aus meinem Inventar. Also ich habe 18 Schüsse. Das Messer kann ich eigentlich vergessen, weil es macht wenig Schaden.
Höchstens, wenn ich weiß, der Gegner hat nur noch einen Treffer, kann keinen Treffer aushalten, also einen Schlag und er ist hinüber. Und dann würde ich das nutzen. So, verteilen Sie. Ist das Essen schon bereit? Du bist das Essen. Okay. Zieh die Waffe. Und jetzt komm zu mir. 1, 2, 3, 4. Jawohl. Also in dem Moment, wo er hüpft, wenn er hüpft und auf dem Boden landet, dann muss ich nochmal schießen, dann kann ich ihn in dieser Endlosschleife behalten. Gleich untersuchen, natürlich. Ich habe den Herzschlüssel. Hahaha. Das Herz? Nö, hier unten war das Kreuz. Das ist gut. Das Herz war drüben. Das Herz war drüben. Gut. Wenn ich weiß, wie es geht, dann ist leicht. So, die Frage ist... Abgeschossen. Ein Karus eingraviert. Moment. Achso, stimmt. Ich muss den Silberschlüssel finden. Wo war nochmal der Silberschlüssel gewesen? Habe ich den Silberschlüssel schon? Ich habe einen Herzschlüssel. Wo war nochmal der Silberschlüssel? Wo war der Silberschlüssel gewesen? Lass mich überlegen. Ich sehe jetzt schon der Zombie da. Der Zombie ist schon da. Verdammte Kiste. Ach stimmt, der Silberschlüssel war hier in der Vase. Richtig, richtig, richtig. Bitte, Dankeschön. Er hat mir auch gesagt, der Basti, es gibt da eine Tür, die ist sehr leicht zu übersehen. Also, habe ich ja schon meine schlechten Erfahrungen gemacht. So. Genau, hier muss ich Waffe ziehen. Will ich ihn auch benutzen? Ach, leck mich doch. 1, 2, 3, 4. Kann ich dich untersuchen? Nein. An dir komme ich nicht vorbei, oder? 1, 2, 3, 4. An den komme ich ja nicht vorbei. Das geht ja nicht. Herzschlüssel benutzen. Ich will erstmal da rein, weil da kann ich mir was holen. Ich komme da nicht vorbei ohne... Ich könnte mich einmal oder zweimal treffen lassen, aber lohnt sich das? Ich glaube, dann lasse ich das erstmal. Sind hier Zombies drin? Ziemlich dunkel. Verflucht, was geht denn da vor? Irgendwo muss ich Hilfe holen. Und was ist nur mit den anderen? Ich muss das Haus weiter absuchen. Vielleicht ist das Alpha-Team auch hierher geflüchtet. Ziemlich dunkel hier, oder? Kann ich das Licht anmachen? Ach, oh, Munition, Munition. Ein bisschen Munition, ein paar grüne Kräuter. Wofür grüne Kräuter hier? Das letzte Abendmahl? Das letzte Abendessen. Aufgabe lösen. Schau ich erstmal. Viele Bücher, aber nichts Brauchbares. Viel zu sind immer so abwertend. Wofür Kräuter hier drin, um hier einen Salat zu machen, oder was? Notizblatt aufgenommen. Ah, Notizen lesen wir mal. Daten? Ah, da haben wir das Notizblatt. Spencer Villa. Da rechts ist ein Kreuz. Also da muss irgendwas versteckt sein. Aber wo? Gut, eine Aufgabe. Lösen wir es. Verdammt. Ach, das ist so ein Quicktime-Event. Bing, bang. Bang, bang, bang. Bung, bing, bang, bong, bing, bang, 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 bing, bung. Sowas mache ich. Diese Schimpel für meinen Verstand. Kreuzschlüssel aufgenommen. Heimer speichern, bitte, dankeschön. Ting, 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 ting. So, wie viel Munition habe ich jetzt? 15. Das geht ja. Kreuzschlüssel, wo war der... Also bitte, Kreuzschlüssel, der war da drüben gewesen. Und da muss ich ja den Zombie töten. Ansonsten lässt er mich ja nicht vorbei. Aber jetzt bin ich wieder drin. Jetzt bin ich wieder drin. Komm her, du Sau. Komm her. Nee, bis der zu mir kommt. Und 1, 2, 3, 4. Ein bisschen Fett verbrennen. Das waren jetzt wirklich... Ja, 5 Schüsse waren das. Und 5 Schüsse habe ich auch verbraucht. Steck die Waffe weg. Kreuzschüsse benutzen. Bitte, Dankeschön. Sind Zombies drin? Ich bin weg. No. Okay. Hier muss ich irgendwas finden. Nix da. Ich bin schnell. Wie? Medipack. Medipack. Magazin. Jawohl. Sehr schön.
Ich bin fast tot. Da muss doch drin irgendetwas sein, was ich brauche. Da muss was sein, was ich brauche. Aber ich habe einen Medipack. Das ist gut. Das ist was Feines. Damit kann ich überleben. Da ist nichts mehr zu finden. War da drin doch was? Ich hatte den Kreuzschlüssel, richtig? Kampfmesser, ich kann noch einmal speichern. Ich habe 19 Schüsse. Wisst ihr was? Den mache ich fertig. Da muss nämlich drin irgendwas sein. Da muss was sein, was ich brauche. Und dafür musst du zum nochmal sterben, damit ich nämlich ungestört durchkomme. Ich sehe hier eine Tür. Nö. Komm her, mein Freund. Komm her. Komm hierher. Eins, zwei, drei. Kritisch. Ja, zum Glück, kritische Treffer gibt es ja auch im Spiel. Das heißt, ich konnte mir ein bisschen Munition sparen. Prima, danke. Jetzt sag nicht, dass hier nichts mehr zu finden ist. Zahnrad aufgenommen. Aha, für die Uhr. Sehr schön. Sehr schön, schön, schön. Ich glaube, das richtige Resident Evil würde ich mir nicht antun, weil ich hier einfach so viel übersehen würde. Los, baus ein. Zahnrad einsetzen. Ja. Ist jetzt Essenszeit? Ui. Karo-Schlüssel? Karo-Schlüssel. Karo-Schlüssel? Karo-Schlüssel. Nicht Cabrio-Schlüssel. Nö, ist der Karo-Schlüssel. Ein Cabrio-Schlüssel wäre aber auch schön, dann könnte ich einfach hier mick, mick, miau, einfach wegfahren. So, wie viel Schuss habe ich noch? 16 Schuss, das geht doch. Und ein bisschen hier, ein paar Kräuterle. Oh. Karo-Schlüssel benutzen, bitte, dankeschön. Ich gehe erstmal rein, check die Lage. Ach. Mein lieber Herr Ritter, den Schild brauchen Sie doch nicht mehr, oder? Schalter drücken. Yes. Hä? Hat sie was getan? Ich könnte spielen, aber ich brauche ein Notenblatt. Pff, improvisiere. Oh, lala. Oh, eine Schaufel. Schaufel genommen. Ist hier noch was? Ha. Eine Schaufel, das heißt, ich muss buddeln. Muss ich mir mal... Was ist das für ein unheimlicher Schrei? Kam das aus der Ecke dort? Bleib doch da weg! Das ist eine Riesenschlange! Oh Gott, verdammt! Und ich kann... Hi! Ich muss kämpfen. Ach, verdammt nochmal. Wann hatte ich das letzte Mal gespeichert? Das war bevor ich hier... Das war da. Ach, aber... Der Basilisk hat es ja auch wieder reingeschafft, hä? Ja, feine, feine Sache. Also da kann ich das nicht nutzen, weil in dem Moment, wo er dann hüpft, da muss das Timing genau passen. Und dann könnte ich ihn vielleicht erledigen. Naja, war nichts mehr gewesen. Wisst ihr was, ich habe genug Kräuter, da hole ich mir alle Sachen, die ich brauche. An dir muss ich vorbei. Komm her. Eins. Zwei, drei, vier. Vorbei ist es gewesen. Falsche Taste, danke. So, Kreuzschlüssel benutzen. Bitte, dankeschön. Okay, und jetzt bei dir hole ich mir die Sachen. Jetzt vorbei, 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 vorbei. Zahnrad geholt. Medipack geholt. Und ich bin weg. Dankeschön. Ah, ohne einmal getroffen zu werden. Yes, yes. Munition wurde gespart. Mein Leben kann ein bisschen weitergehen. Ah ne, warte, da muss ich hin. Dann würde ich wahrscheinlich lieber nach dem Basilisken, nach der Riesenschlange dann speichern. Ich habe Medipack, ich habe Kräuter. Hat er die Kräuter aufgenommen? Ja doch, die Kräuter hatte ich aufgenommen. Oh, es klimpert. Eine alte Standuhr und sie tickt auch wieder. Mein letzter Stündler hat geschlagen. So, steck die Waffe raus. Wie viel Munition habe ich? 11. Einen Medipack. Wenn ich den rechtzeitig nutze, sollte es klappen. Okay. Drück den Schalter. Öffne den Kamin. Geh rein. Sterbe. Und wiederhole das Ganze noch einmal. Ernsthaft? Wer geht denn einem Schrei nach? Besonders so einem monströsen Schrei. Oh Gott, verdammt, schreien! Rein, verdammt nochmal.
Nix da, ich bin weg. Ich kann noch überleben. Autsch. Puh. Und Medipack genommen. Gümpen. Ich lebe und der Basilisk ist tot. Hätte ich das die ganze Zeit ziehen können? Kann gut sein. Ich habe noch zwei Schüsse. Aber. Na super. Die Frage ist jetzt, kann ich da jetzt durch? Hätte ich das jetzt die ganze Zeit ziehen können? Oder war das ein Bosskampf, der war unvermeidlich? Ich weiß es nicht. Welchen Schlüssel habe ich aufgenommen? Ne, ich habe keinen Schlüssel aufgenommen, ich habe eine Schaufel aufgenommen. Also. Dann hoffe ich, dass ich in einem der nächsten Abschnitte dann ein bisschen Munition wiederfinde. So, ich soll irgendwo buddeln. Ja, wo soll ich denn buddeln? Hier vielleicht, dort vielleicht, her, dort. Hier ist eine Brunnenvertiefung, die scheinbar etwas hineingehört. Schaufel benutzen, jawohl. Und was haben wir? Platinmünze aufgenommen. Platinmünze ist die für den Brunnen. Platinmünze einsetzen, jawohl. Na, guck mal an. Schildwappen aufgenommen. Aha. Es fällt alles in Fluss. Ah, jetzt haben wir nämlich den Schild. Wir können es dem Retter geben. Der wird sich freuen. Dann geht er nämlich oben das Tor auf. Und dann werden wir, glaube ich, wen werden wir treffen? Den Leon? Ne, den Chris. Und er gibt uns eine Shotgun. Soweit ich verstanden habe. Oberaufschnitt. Hey, you. Wir haben es geschafft. Eine Tür. Und ich bin weg. Ach, ist das dunkel hier. Lichtschalter drücken. Jawohl. Das ist Chris Redfield vom Alpha-Team. Und ich dachte, ich treffe den lebend. Oh Gott, ihm wurde der Kopf abgerissen. Was passiert hier nur? Das Leiche untersuchen. Oh, Remington M. 11.000 aufgenommen. Und Patronen 12 Mal. Ich habe meine Shotgun. Geh mit mir die Shotgun. Du wirst gerecht, mein Freund. Chris Redfield vom Alpha-Team wurde auf brutale Weise der Kopf abgetrennt. Gibt es eine sanfte Weise, jemanden den Kopf abzutrennen? Ganz ehrlich gefragt, abgeschlossen. Ich meine, Kopf, wenn man jemanden den Kopf abtrennt, dann ist es nie und nimmer nett. Da könnte ich zur Tür rennen. Da könnte ich definitiv zur Tür rennen, solange wie der braucht, um zu reagieren. Abgeschlossen, gut. Dem kann ich ausweichen. Okay, wir rennen auf los! Ein piekes. Au! Hörst du auf, mich zu beißen? Ein Piek ist eingraviert. Ach, bin ich bescheuert. Das hätte ich jetzt nicht gegen den Basilisken nutzen können, weil ich ja erst die Schaufel vorher gebraucht habe. So. Hier ist noch eine Tür. Was haben wir da? Bibliothek. Ein Auge ist eingraviert. Aha. Ei, ei, ei. Bam! Bam! Du bist der Nächste! Bam! Bam! Dankeschön. Thank you very much. Noch jemand hier, der sterben will? Leon! Hey, chill. Gott sei Dank habe ich dich endlich gefunden. Ich dachte schon, du wärst... Keine Panik, ich lebe. Aber fast hätte es mich erwischt. Wo ist Barry? Keine Ahnung. Als wir von diesen Hunden angegriffen worden sind, sind wir hierher geflüchtet und halten uns auf. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Hoffentlich lebt er noch. Oh mein Gott, ist das... Ja, Rebecca Chambers. Was ist ihr nur passiert? Von Krähen zerhackt. Ich konnte sie nicht mehr retten. Also das Dach ist offen, deshalb... Was geht hier nur vor, Leon? Frag mich was Leichteres. Aber hier können wir nicht bleiben. Wir müssen die anderen von Stars finden. Wer weiß, wie viele von ihnen noch leben. Das ist der reinste Horror hier. Herr Zutschel, wir teilen uns auf und suchen alles ab. Vielleicht finden wir auch Hinweise auf diese Zombies. Ich weiß nicht. Sollten wir nicht lieber zusammenbleiben? War auch mein Gedanke. Ich weiß, Jill.
Aber so kommen wir schneller voran. Meinst du? Aber ich bleib in der Nähe. Werde die Halle nochmal absuchen. Okay, Leon. Aber bitte verschwende du nicht auch noch. Ach, nicht verschwende, verschwinde du nicht. Keine Sorge, wir schaffen das schon. Und bevor ich es vergesse, Rebecca hatte einen merkwürdigen Schlüssel bei sich. Nimm du ihn, Jill. Mystikschlüssel erhalten. Ist das der mit dem Auge? Okay, danke, Leon. Alles klar, pass auf dich auf. Gut. Wir haben Munition. Hast du noch was? Leiche untersuchen. Medipack. Magazin. Ja! Wir können weiterleben. Grüne Kräuter. Und, meine... Magazin, 20. Schüsse mit der Form eines Auges. Ja, es läuft. Ja, und ein paar Kräuter noch zurück. Jetzt läuft's. Jetzt bin ich wieder drin. Wunderbar. Sind die Zombies, die mir hier den Spaß verderben wollen? Ich könnte vorher speichern, aber ich kann nur noch einmal speichern. Einmal rein, Lage checken. Ja, verdammt nochmal. Auf so kleinem Raum. Was mache ich? Ich glaube, die Shotgun sollte ich mir aufheben. 1, 2, 3, 4. So, einmal raus. Nochmal resetten. Haha. 1, 2, 3, 4. Hinüber ist das fiese Tier. Hihihi. Jawohl, da ist was versteckelt. Ich gucke erstmal hier, ich gucke erstmal da. Schalter drücken. Irgendwo muss ich doch wieder was zum Speichern finden. Notenblatt A erhalten. Aha. Kann ich ein Liedchen spielen auf dem Piano? Bücherregal untersuchen. Spezialschlüssel aufgenommen. Was für ein Spezialschlüssel? Mit der Form eines Schädels. Aha. So, da konnte ich was verschieben. Dietrich, aufgenommen. Dietrich. Schalter drücken. Aha, noch was. Notenblatt B aufgenommen. Wunderbar. Es geht gut voran, muss ich mal sagen. Noten A und Noten B habe ich auch. Jetzt kann ich wieder runtergehen, kann Liedchen spielen. Dann wird wahrscheinlich was aufgehen. Und ja, ich mache noch ein... Puh, habe ich mich gerade vor dir erschreckt. Ich hätte jetzt beinahe hier geschossen, aber das wäre jetzt blöd gewesen. Whoopsie Daisy, Entschuldigung, Leon. Im nächsten Leben vielleicht nochmal. Piano spielen, natürlich. Das Lied kommt mir bekannt vor, ich weiß nur den Titel nicht. Ta-ta-ta-ta! Und der Piekschlüssel wurde aufgenommen. Jawohl, gen. Jut. So, Leon. Leon? Der war gerade noch da und jetzt ist er schon wieder weg. Na, dankeschön. Wo ist der hin? Ne. Ich würde mal sagen, guter Punkt hier zu speichern. Ich habe viel, viel geschafft in diesen 20 Minuten. Das, was ich beim ersten Mal verhunzelt habe und jetzt sogar noch ein bisschen mehr. Ich denke, jetzt bin ich wieder drin. Also, ich muss mir wirklich merken, Munition ist wertvoll. Das heißt, wenn man einem Zombie irgendwie entgehen kann und sich danach halt lieber heilt, dann lieber heilen und abhauen, anstatt die ganze Munition zu verdoppeln. Wir kommen gut voran. Ich weiß ja jetzt nicht, wie viel es ist. Es wurde gesagt, es ist halt umfangreich. Das heißt, jetzt waren wir in der Halle, jetzt sind wir im ersten Stock. Danach kann vielleicht noch mal der Garten kommen oder der Untergrund, was weiß ich, wie viele Gebiete. Und ja, seien Sie gespannt, meine Damen und Herren, wie es weitergeht bei Resident Evil Quatsch. Wenn Ihnen dieser Gruppe gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Und bis dann kann ich nur sagen, E93 Chofo, I love Nintendo. Tschüss. And goodbye.